Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Judo-Freunde. So, Borderlands 3 ist mal wieder am Start und aktuell gibt es hier in Borderlands 3 ein neues Mini-Event. Das heißt, vom 16. bis zum 30. Januar ist ein kleines Mini-Event verfügbar. Das heißt, wenn ihr das Video seht, sind wir schon flott und fleißig mittendrin. Ja, ich bin ein bisschen spät dran, aber lieber spät als nie, das ist ganz klar. Das kleine Mini-Event, das betrifft den Malivan Takedown. Das heißt, alle Gegner im Spiel, besser gesagt im Malivan Takedown, wurden dementsprechend runterskaliert, sodass ihr den Malivan Takedown solo durchspielen könnt. Das heißt aber nicht, dass man das locker flockig durchspielen kann, mit einem Kasten Bier oder so, Intus und keine Ahnung, Schlafstörungen, wie auch immer. Nein, man muss dementsprechend einen guten Charakter haben, eine gute Skillung dementsprechend. Und natürlich gute Waffen, gute Schilder, Granatenmod, Klassenmod, wie auch immer. Also man muss schon ein bisschen gut ausgestattet sein für den Malivan Takedown. Wie gesagt, das ist jetzt locker flockig, solo machbar. Alle Gegner wurden dementsprechend auf euer Level runterskaliert, so dass ihr das auch locker flockig mehr oder weniger solo durchspielen könnt. So, dann gab es noch... Alle Endgegner im Spiel, Zwischengegner, wie auch immer, wurden dementsprechend vom Schadenswert einen Tick angehoben, dass es einfach ein bisschen anspruchsvoller ist. Das wurde von der Community verlangt, weil viele Bosse dementsprechend zu schnell down sind. Also das heißt, man muss bei verschiedenen oder bei fast allen Bosse, Zwischenbosse, wie auch immer, ein paar Kugeln mehr investieren. Aber kaum der Rede wert. So, und alle Bosse hier in Borderlands 3 vom 16. bis zum 30. Januar droppen dementsprechend einen Tick mehr Loot. Das heißt, Gegner abfarmen lohnt sich jetzt richtig. Nutzt es aus. Und die Chance auf gesalbte Waffen ist vom 16. bis zum 30. Januar angehoben. So, und die seltenen Gegner hier in Borderlands 3 tauchen nun öfters auf, das heißt der Unaufhaltsame zum Beispiel, wie auch immer, da gibt es ein paar hier in Borderlands 3, die ultra selten auftauchen. Jedes Mal, wenn man die Gegner dementsprechend besucht, sind sie nicht da. Und das wurde nun erhöht und die Dropchance von den seltenen Spawns wurde auch dementsprechend angehoben. Das heißt, die seltenen Gegner abfarmen lohnt sich auch von 16. bis zum 30. Januar richtig. Ich werde es natürlich dementsprechend ausnutzen. Mir fehlen noch ein paar spezielle legendäre Gegenstände, wo ich gerne im Besitz hätte. Werde ich natürlich dementsprechend ausnutzen. Es gab auch noch ein paar Hotfix, wo dementsprechend ein paar Charakter angepasst wurden. Kaum der Rede wert. So, was gab es noch, was ansprechbar ist oder was man ansprechen kann? Die Ionenkanone, die neue DLC Handsome Jackpot Ionenkanone wurde dementsprechend überarbeitet. Die verbraucht nun mehr Munition quasi pro Schuss. Insgesamt 6 Munitionsplätze pro Schuss, kann man das so sagen. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und die Nachladezeit wurde dementsprechend auch erhöht. So, sonst gab es nur noch ein paar Kleinigkeiten, wo eigentlich kaum der Rede wert sind. Ich wünsche euch nun natürlich viel Spaß beim Bossefarmen, beim Malivan Takedown dementsprechend durchrocken. Ich werde es natürlich auch noch Bosse suchten, wie auch immer. Wie gesagt, mir fehlen noch ein paar legendäre Gegenstände, wo ich gerne hätte. In diesem Sinne, haut rein, euer KingLion83. Like-Button, wie immer penetrieren natürlich nicht vergessen, Glocke aktivieren und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne kostenlos natürlich ein Abo dalassen. Bis denne, ciao! Leer geschossen!